Buhlen um die Gunst der Industriebosse schaulaufen beim BDI, die Kanzlerin gegen ihren Herausforderer. Beide wollen zeigen, dass sie gut für Deutschland und seine Wirtschaft sind. Merkel hat keine himmelhochreichenden Versprechungen mitgebracht. Den Soli abschaffen, ja, bei der Rente aber nichts Neues. Und für die Industrie hat sie eine Botschaft, strengt euch an. Ich bitte die deutsche Wirtschaft wirklich hier auch groß zu denken. Sehr geehrter Herr Kempf, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen in diesem wunderbaren Raum. Ich habe gelesen, dass heute früh die Bundeskanzlerin bei Ihnen zunächst als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland begonnen hat und dann am Ende gesagt hat, dass sie als CDU-Vorsitzende redet. Ich schlage Ihnen vor, ich mache es umgekehrt. Ich starte zunächst als SPD-Vorsitzender und rede zum Schluss als zukünftiger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, hat eben gesagt, ich habe das in den Agenturen ja lesen können, es gäbe jetzt einen breiten Konsens zur steuerlichen Forschungsförderung. Das finde ich gut. Ich fand das allerdings bemerkenswert. Denn den breiten Konsens zur steuerlichen Forschungsförderung, den gibt es in der SPD schon lange. Und wir haben versucht, in den Koalitionsverhandlungen diesen Konsens auch in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Staatssekretär Machnik, der hier ist, und mein Freund Sigmar Gabriel hat das als Wirtschaftsminister nicht nur versucht, in den Koalitionsvertrag reinzubekommen, da haben wir es nicht reinbekommen. Wir haben dann im Verlauf der Wahlperiode im Kabinett versucht, das durchzusetzen. Übrigens mit massiver Unterstützung des BDI. Aber aus der CDU hieß es, nein, auf keinen Fall. Ich finde es gut, dass Frau Merkel ihre Meinung jetzt geändert hat. Meiner Meinung nach leider 4 Jahre zu spät. Ich sage Ihnen deshalb ganz klar, mit mir und unter einer SPD-geführten Bundesregierung wird die Forschung in Unternehmen steuerlich gefördert und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Und weil die Gelegenheit ja nun günstig ist, die CDU-Vorsitzende hat auf einen anderen Punkt eben bei Ihnen reagiert, auf unsere Vorschläge, die wir gestern mit einem Steuerkonzept vorgelegt haben. Das freut mich sehr. Ich finde das toll. Bis dato haben wir ja auf unsere Vorschläge keine Antworten bekommen. Ich finde es gut, dass die Union jetzt ankündigt, dass sie ein eigenes Steuerkonzept vorlegt, denn zur Demokratie gehört der Wettstreit der Ideen. Im besten Fall kann ein Wahlkampf eine Sternstunde der Demokratie sein, wenn die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Konzepte vorlegen, dann haben Wählerinnen und Wähler auch eine Wahl. Wir, meine Damen und Herren, haben vorgelegt, wir wollen 30 Milliarden zusätzlich investieren in Forschung, in die Infrastruktur, in die Digitalisierung. Denn Sie alle wissen so gut wie ich, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, dann verspielen wir die Zukunft. Wir leben in einer Zeit, in der Stagnation Rückschritt ist. Das moderne Deutschland braucht eine moderne Finanzpolitik. Das moderne Deutschland braucht keine Versprechen, die unseriös oder ungerecht sind. Ich hoffe, dass alle, auch die CDU, das beherzigen wird. Vor allen Dingen braucht das moderne Deutschland aber eine Erkenntnis. Ohne starke Hochschulen, ohne intakte Verkehrswege, ohne gut qualifizierte Fachkräfte würde die deutsche Industrie, das haben wir gerade bei dem Trailer gesehen, würde die deutsche Industrie ihre internationale Stellung verspielen. Deshalb brauchen wir Vorfahrt für Investitionen. Ich denke, niemand weiß das im Lande besser als die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie. Wenn wir nicht heute investieren, verspielen wir die Zukunftschancen der nächsten Generation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele von Ihnen, zum Beispiel Herr Schreiber, kennen mich noch aus meiner Zeit im Europäischen Parlament, wo ich als Abgeordneter, als Fraktionsvorsitzender und als Präsident auch vielen von Ihnen und vielen Vertretern der deutschen und Vertreterinnen der deutschen Industrie begegnet bin und die wissen, im Gegensatz zu dem, was ich manchmal von führenden
Vertretern einer anderen Regierungspartei lesen muss, ich hätte mich in meiner Zeit als Europapolitiker nicht für deutsche Interessen eingesetzt, habe ich neulich gelesen. Viele von Ihnen kennen mich als jemand, der sich für die deutsche Automobilindustrie, zum Beispiel gegen viele Widerstände, auch aus unserem eigenen Land, mein Kollege Özdemir ist ja hier, eingesetzt hat, der sich für den deutschen Stahl eingesetzt hat, auch für die deutsche Chemieindustrie. Aus tiefer innerer Überzeugung, eine starke Industrie mit hoher Beschäftigung, mit sicheren Arbeitsplätzen und mit guten Löhnen sind für mich die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Deshalb wird es niemanden überraschen, wenn ich als Kind aus einer Industrieregion, als langjähriger Bürgermeister einer Bergbaustadt, ein klares Bekenntnis zur deutschen Industrie ablege. Die deutsche Industrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und das wird mit einer SPD-geführten Bundesregierung auch so bleiben, dass dieses Rückgrat die Stärkung und die Rückendeckung der Regierung braucht, verdient. Und dass mit dieser Rückendeckung der Regierung Deutschland auch das kernindustrielle Land in Europa bleibt. Deutschlands Industrie geht es gut. Rekordbeschäftigung, Exportstärke und volle Auftragsbücher. Ich glaube, ich muss Ihnen hier keine Statistik herunterbeten. Sie alle kennen die Lage aus Ihrem Alltag. Deshalb ist dieser Erfolg, meine Damen und Herren, in erster Linie Ihr Erfolg. Das, was wir in der Industrie erarbeiten, erwirtschaften, gewinnen, das haben wir Ihnen zu verdanken, den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Mittelständlern zumal. Aber natürlich auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ihren Betrieben. Wir haben es übrigens auch der Mitbestimmung zu verdanken und dem Zusammenspiel im Rahmen der Sozialpartnerschaft, einer Sozialpartnerschaft, um die, lassen Sie mich das als langjähriger Europapolitiker sagen, uns viele Länder beneiden. Und ganz sicher gebührt dieses Verdienst auch der Politik von uns Sozialdemokraten. Auch wenn sich andere versuchen, die Erfolge auf ihre Fahnen zu schreiben. Das, was wir heute haben, verdanken wir auch dem mutigen Nein zur Deindustrialisierungsstrategie des vergangenen Jahrzehnts, einem mutigen Nein, das der Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt hat. Wir verdanken es einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik von Sigmar Gabriel. Wir verdanken es auch der zukunftsgewandten Gestaltung der Industrie 4.0 von Brigitte Zypris und in ihrem Ministerium von Matthias Machnik. Wir haben einen klaren Plan für unsere Industrie. Und ich möchte Ihnen einige Elemente dieses Plans vorstellen. Meine Damen und Herren, ich möchte gerne in der Zeitung die Schlagzeile lesen, Deutschland hat die besten Schulen. Ich würde gerne in der Zeitung lesen, Deutschland hat die besten Universitäten. Ich würde gerne in der Zeitung lesen, Deutschland hat die besten Bildungschancen. Ich freue mich über Haushaltsüberschüsse, so wie Sie auch. Aber was sind denn die Haushaltsüberschüsse wert? In zweistelligen Milliardenbereichen, wenn es bei unseren Kindern in der Schule durch das Dach regnet? Was sind sie wert, wenn am Overhead-Projektor gearbeitet wird, wo aber doch unsere Kinder eigentlich träumen müssten, dass sie die Bill Gates der Zukunft sind? Ich finde, wir brauchen in unserem Land ein fundamentales Umsteuern. Deshalb ist das sogenannte Kooperationsverbot längst fällig abgeschafft zu werden. Dieses Kooperationsverbot verbietet dem Bund, bei der Schulpolitik den Ländern zu helfen. Mein Gott nochmal, Eltern, die Erwartung haben, zu Recht, dass ihre Kinder in der Schule die beste Ausbildung bekommen, interessieren sich nicht für das Kompetenzgerangel von Bund, Ländern und Gemeinden. Deshalb gehören solche Hemmnisse abgebaut. Wir müssen unsere Schulen modernisieren und der Bund muss dabei mithelfen dürfen. Und wir wollen mit einem nationalen Bildungspakt auch einen nationalen Berufsschulpakt schließen, der die duale Berufsausbildung stärken muss. Meine Damen und Herren, die duale Berufsausbildung ist ein Erfolgsmodell der Sonderklasse. Auch darum werden die Deutschen in aller Welt, das kann ich Ihnen sagen, beneidet. Und die Weiterentwicklung unseres Berufsschulsystems, eine gute Ausstattung des dualen Bildungssystems im Betrieb, aber eben auch in der Schule mit
gut qualifiziertem Personal und Berufsschulen, die so ausgestattet sind, dass dort auch permanent qualifiziert werden kann. Eine gute Bildung dieser Art ist die beste Antwort auf den Facharbeitermangel. Und wenn wir vom Facharbeitermangel sprechen, dann lassen Sie mich auf ein Thema kommen, das mich besonders umtreibt. Sehr zu meiner Überraschung hat die Union unsere Koalitionsvereinbarung einseitig gebrochen, indem sie sich gegen die Umsetzung eines Rückkehrrechts von Teilzeit in Vollzeit gestemmt hat. Uns und mir persönlich war das deshalb so wichtig, weil es in der Regel Frauen sind, die darunter zu leiden haben. Ich finde, das darf sich ein modernes Land wie Deutschland nicht leisten. Und es ist übrigens auch volkswirtschaftlicher Unsinn, wenn wir auf der einen Seite über Fachkräftemangel klagen, aber auf der anderen Seite Frauen die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit erschweren. Ich habe gemeinsam mit Andrea Nahles bis in die tiefe Nacht versucht, bei den Verhandlungen im Koalitionsausschuss die Vorsitzende der CDU und den Vorsitzenden der CSU von diesem Akt der volkswirtschaftlichen Vernunft zu überzeugen. Das war leider nicht möglich. Das war ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages. Wir stehen trotzdem zu dieser Koalition, weil wir denken, dass Deutschland eine stabile Regierung verdient. Aber Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir nicht nur, aber auch aus diesem Grund eine andere Bundesregierung anstreben. An der Stelle steht jetzt in meinem Manuskript, da klatschen die nicht. Das habe ich auch, nicht erwartet. Herr Kempf, Sie haben heute Morgen gesagt, die deutsche Industrie kann Wandel. Und nur wenn wir diesen Wandel annehmen, werden wir auch die Zukunft bestehen. Die deutsche Industrie ist der Innovationsmotor unseres Landes. Deshalb, ich bin für bindende und ehrgeizige Klimaschutzziele. Unsere Umwelt zu schützen, meine Damen und Herren, ist unsere Pflicht. Und es ist die Verantwortung unserer Generation für die nächste. Das schulden wir unseren Kindern und Kindeskindern. Und ich will das ganz klar sagen, wir lassen uns auch nicht von einem erratischen amerikanischen Präsidenten einreden, dass Egoismus und Abschottung besser sind als Kooperation und gemeinsamer Fortschritt. Die Klimaziele zu erreichen, das geht aber nur mit einer starken und innovativen Industrie und nicht ohne oder gar gegen sie. Deshalb wollen wir sie unterstützen durch ein Aufstocken unserer Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5% BIP, durch einen Investitionszuschuss und eben durch den bereits erwähnten Forschungsbonus für Unternehmen. Und auch in der Digitalisierung können wir noch mehr. Herr Kempf, wir begegneten uns vor einer Woche beim Wirtschaftsforum der SPD. Dort haben Sie, wie ich finde, in einer sehr beeindruckenden Rede darauf hingewiesen, dass sich in Asien Plattformgiganten aufbauen, gegen die selbst die heutigen Riesen Google oder Amazon winzig erscheinen werden. Während also im Rest der Welt, meine Damen und Herren, der Wettbewerb um digitale Märkte auf Hochtouren läuft, bekommen wir es noch nicht einmal hin, ländliche Räume mit schnellem Internet zu versorgen. Solange wir in Deutschland beim Ausbau des schnellen Internets nicht wirklich vorankommen, bleibt die Digitalisierung eine akademische Debatte. Auch hier werden wir mit unserem Investitionsprogramm eingreifen. Schnelles Internet bis 2025 in Stadt und Land, das ist der Anspruch, den wir uns trauen, in unser Wahlprogramm hineinzuschreiben. Es muss Schluss sein mit diesen Trippelschritten, mit diesem Aufsichtfahren. Keine Symboldebatten um Internetministerien helfen uns weiter. Wir müssen die Verantwortung für die digitale Zukunft bündeln. Die digitale Zukunft ist die Zukunft, oder besser gesagt, die Zukunft ist digital. Das ist der Grund, warum nach der Bundestagswahl in einer SPD-geführten Bundesregierung die Digitalisierung Chefsache wird. Das Bundeskanzleramt muss die Digitalpolitik als Stabsaufgabe viel stärker als bisher koordinieren. Meine Damen und Herren, auch in Europa brauchen wir den Aufbruch, denn wir,
Die Bundesrepublik Deutschland als Exportnation, die mehr als die Hälfte ihrer Exporte in den europäischen Binnenmarkt absetzt. Für uns hängt ganz viel, wir hängen ganz stark von der Stärke dieses europäischen Binnenmarktes ab. Aber wie sieht dieser europäische Binnenmarkt im Moment aus? Die bestimmenden Debatten im europäischen Markt sind, ein G7-Staat verlässt den Binnenmarkt. Und lassen Sie mich an der Stelle, gerade weil die Brexit-Verhandlungen begonnen haben, eins sagen. Ich glaube, und das schmerzt mich, dass auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Dramatik nicht erkannt worden ist, die hinter diesem Prozess steckt. Da ist gerade eine vetoberechtigte, nuklear gerüstete Macht, ein G7-Staat, die zweitgrößte Volkswirtschaft im Binnenmarkt Europas, dabei, uns den Rücken zu kehren. Als Resultat einer schändlichen, auf Fake News basierenden Wahlkampagne von hemmungslosen Populisten, die eine ganze Generation in Großbritannien um ihre Zukunft betrügen. Auf der anderen Seite, auf unserer Seite ist aber auch noch nicht begriffen worden, was das bedeutet. Der Binnenmarkt der Europäischen Union ist ohne Großbritannien schwächer. Und ganz sicher ist es auch so, dass die großen Probleme, auch sicherheitspolitischer Art, die großen Probleme bei den großen Herausforderungen beim Klimawandel, bei der Migration, beim Kampf gegen den Terrorismus, mit Großbritannien leichter zu lösen sind als ohne Großbritannien. Deshalb bedauere ich das sehr und hoffe, dass wir zu einem fairen Kompromiss kommen werden. Aber auch die Briten müssen begreifen, warum ist Großbritannien heute noch ein G7-Staat? Warum ist es immer noch die zweite Volkswirtschaft im Binnenmarkt? Weil es den unbegrenzten Zugang zu diesem Binnenmarkt gibt und über den Binnenmarkt den unbegrenzten Zugang oder den noch offenen Zugang zu anderen großen Märkten dieser Welt. Das haben die Briten jetzt entschieden abzuschneiden. Wir sind nicht in einer Win-Win-Situation, wenn wir nicht zu einem fairen Deal kommen. Ich hoffe deshalb, dass die Verhandler auf beiden Seiten und ich hoffe auch, dass nach der Parlamentswahl mit der jetzigen Mehrheit im Unterhaus eine größere Flexibilität in London vorhanden sein wird, um zu einem fairen Deal zu kommen. Nebenbei bemerkt, da ich ein Optimist bin, das beste Resultat der Brexit-Verhandlungen wäre, es käme nicht zu einem Brexit. Meine Damen und Herren, das beherrscht die Debatte in Brüssel, das beherrscht die Debatte um den Binnenmarkt, aber auch andere Dinge beherrschen die Debatte um Europa. Dass in Polen oder in Ungarn der Rechtsstaat infrage gestellt wird, muss uns mit Sorge erfüllen. Die fehlende Solidarität bei der Flüchtlingsfrage, damit will ich mich nicht abfinden. Wenn Staaten in der Europäischen Union Solidarität verlangen und sie bekommen, dann ist das richtig. Wenn Staaten sagen, wir fühlen uns bedroht, wir brauchen Sanktionen und sie bekommen die Sanktionen, dann ist das praktizierte Solidarität, die übrigens in einigen Ländern Europas viel Geld kostet. Wenn Staaten sagen, für unsere wirtschaftliche Entwicklung brauchen wir eine nachhaltige Förderung in der Landwirtschaft, in der Regionalpolitik, in der Kohäsionspolitik, dann bekommen sie dieses Geld. Das ist praktizierte Solidarität. Aber wenn einige dieser Staaten, die davon im Rahmen der Solidarität Nutznießer sind, bei der Flüchtlingspolitik sagen, ja, bei Sanktionen ja bitte, bei Regional-, Agrar-, Strukturpolitik ja bitte, aber bei der Flüchtlingspolitik nein, danke, dann muss man deutlich sagen, die Flüchtlingspolitik kann man nicht im Prinzip der Rosinenpickerei lösen. Solidarität ist eine Grundregel und nicht optional. Deshalb ganz klar, wir müssen den EU-Haushalt, wenn wir ihn in Zukunft beraten, auch überprüfen, ob diejenigen, die die größten Nettoempfänger sind, noch weiterhin sich an der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme verweigern können. Und wir haben einen EU-Haushalt, meine Damen und Herren, der antiquierter nicht sein könnte, als er heute ist. Deshalb muss der modernisiert werden. Solche Entwicklungen sind nicht dazu angetan, Investitionen anzuziehen. Mir macht es Mut, dass jeden Sonntag viele Tausende in Europa auf die Straße gehen, überall,
und für Europa demonstrieren. Aber ich möchte, dass wir ein anderes Europa haben. Ein Europa, das einen europäischen Währungsfonds einrichtet, bei dem Investitionen freigesetzt werden können, um auch schwache Regionen innerhalb des Binnenmarktes Europas zu stärken. Ich will, dass wir eine mutige Reform für die EU anpacken und dass die EU sich auf die großen Fragen, ich habe sie eben genannt, Klima, Migration, Terrorismusbekämpfung, innere Sicherheit, weltweiter Handel konzentriert und sich aus dem Klein-Klein raushält. Mein Gott noch mal, wenn in einem Dorf der Bürgermeister die Fenster für die Schulen erneuern will, warum muss er das europaweit ausschreiben? Wir brauchen einen massiven Bürokratieabbau, übrigens nicht nur in Brüssel, auch in unserem eigenen Land. Und nur denn nur als gestärkte und als starke Europäische Union werden wir im interkontinentalen Wettbewerb, in dem wir stehen, bestehen. Meine Partei, meine Damen und Herren, bekennt sich zum Freihandel. Wir haben bei CETA vielleicht stellvertretend für die gesamte Gesellschaft eine sehr kontroverse Debatte geführt. Eine Debatte, die wir anders als andere Parteien, die gar keine Debatte geführt haben, führen mussten. Wir haben die Skepsis, die es in meiner Partei gibt, die es aber in der gesamten Bevölkerung auch gab, und die man ja angesichts von Donald Trump auch verstehen kann, aufgenommen und angenommen. Und wir haben in einem sehr, sehr kontroversen Prozess am Ende eine breite Mehrheit in meiner eigenen Partei für dieses Abkommen herbeigeführt. Deshalb, meine Damen und Herren, der Freihandel ist im 21. Jahrhundert wichtig. Er ist vielleicht wichtiger denn je, um mit internationalen Handelsverträgen auch unsere eigenen Standards abzusichern gegen die, die mit Dumping versuchen, unsere eigenen Standards zu unterminieren. Oder die durch Abschottung versuchen, die Welt zu verändern. Wir haben gesehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einen energiepolitischen Kurs einschlagen, der gefährlich ist und der, meine Damen und Herren, ich sage das in aller Klarheit, sich vor allem gegen Deutschland richtet. Und diese Kampagne ist aufgeladen mit einer antirussischen Kampagne, die ich jedenfalls für gefährlich halte. Man muss nicht die internationale Politik, man muss nicht die expansive Politik von Wladimir Putin loben. Im Gegenteil, ich finde sie falsch und gefährlich und kritisiere sie. Dagegen stehe ich auch wie alle anderen. Aber man hat sehr wohl das Recht, die industriellen Interessen der Bundesrepublik Deutschland und Europas zu wahren und zu verteidigen. Unsere Energieversorgung hängt auch von einer konstruktiven Kooperation mit Russland ab. Sigmar Gabriel hat dazu klare Worte gefunden, für die ich dankbar bin. Und die Vorsitzende der CDU, Frau Bundeskanzlerin Merkel, hat am Tag danach sich hinter ihren Außenminister in dieser Frage gestellt. Ich hoffe, sie wird beim G20-Gipfel die Gelegenheit wahrnehmen, Herrn Trump die entsprechende Botschaft zu übermitteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Regie ist schon total nervös, weil man mir gesagt hat, du darfst nur 15 Minuten reden. Der Herr Schreiber ist auch schon in Stellung gegangen. Sie können sich aber beruhigen, ich bin gleich fertig. Ich möchte mit Ihnen, meine Damen und Herren, gemeinsam aufbrechen in Deutschland in eine innovative, forschungsfreundliche, industriefreundliche, innovationsfreundliche Zukunft. Ihr Erfolg ist unser Interesse. Ihr Erfolg bedeutet Arbeitsplätze, gute Löhne, Haushaltsüberschüsse, die wir dafür verwenden können, unser Land stark für die Zukunft und gerecht für seine Bürgerinnen und Bürger zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein eindeutiger Sieger der Duelle war nicht so richtig auszumachen, aber überraschend dann doch viele freundliche Worte für den Merkel-Herausforderer. Der Herr Schulz hat ein sehr industriefreundliches Statement abgegeben. Beide wären gute Wahl für Deutschland. Der Herr Schulz kommt in Fahrt. Fahrt aufnehmen muss nun auch die Union. Die Zeit drängt. Bei den konkreten Konzepten haben die Sozialdemokraten die Nase vorn.